Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich unterwegs mit dem Fahrrad. Mit dabei ist meine kleine Nele. Und wir machen heute eine Radtour. Und zwar geht's heute zum Landschaftspark. Da ist es ungefähr noch eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad von hier aus entfernt. Ich treffe dort einen Zuschauer von mir, den Flo von Drombus RC. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich würde sagen, bleibt einfach dran. Viel Spaß mit dem Video. Kilometer 4,8. Ich stehe jetzt auf der Duisburg-Ruhrotter Rheinbrücke. Es ist richtig schön windig. Temperatur sind über 30 Grad. Und die kalte Luft, die ist echt angenehm jetzt gerade. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen und dann geht es gleich weiter. Kilometer 12,8 entlang einer ehemaligen Bahntrasse und ja, den folgen wir jetzt einfach mal einen ganzen Kilometer und mal gucken, ob wir rauskommen. Ich fahre ja nach dem Navi jetzt mal, das soll der kürzeste Weg sein und ja, ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Thank you.
durch fahren wir hier den bekanntesten Graffiti-Tunnel. Ist aber eben auch sehr interessant. Wo ich schon mal war, die alte Krankenhauswäscherei. Wir haben jetzt 14,4 Kilometer. Mal schauen, wie weit es noch ist. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Kilometer 14,8. Wir befinden uns jetzt auf dem grünen Pfad und dieser Pfad geht bis nach Oberhausen, aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja zum Landschaftspark. So, da drüben könnt ihr schon den Landschaftspark sehen. Wir sind fast da. Vorbei an der ehemaligen Gießhalle. Ich schon circa eine halbe Stunde hier, schön im Schatten und da unten ist die kleine Nele und Flo müsste von da hinten kommen, dürfte also jetzt gleich da um die Ecke kommen und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, genau, gesagt, getan, da ist er, der liebe Flo, da ist er von Drombus RC, genau. Er baut gerade sein Unimog. Ist das ein Unimog? Ja. Geil. Ich liebe diese Autos. Ich liebe diese. Schaut euch das mal an. Zeig mal das Prachtstück. Jetzt bin ich gespannt. Guckt euch das mal an. Ah, mal mega geil. Hallo. Das ist die Feuerwehr. Die Feuerwehr? Das ist Feuerwehr. Jo, ich darf steuern. Geil. Da setzt man die Nele hinten drauf. Die Nele wiegt ja nur 1,5 Kilo, das ist also ja, Fliegengewicht. Könnte der Wagen. Ja, der dürfte es.
Denke ich aber auch. Hier ist das lustig. Ja, ich kann mich auch an den Feuerwehrauto erinnern damals, wo ich hier im Landschaftspark war. Das Video kann ich euch oben gerne mal einblenden. Da haben wir mal kurz so einen Schwenk gemacht mit den Autos. Tolle Sache auf jeden Fall. Und ach, guck mal hier, Feuerwehr Wuppertal sogar. Ja, liebe Grüße gehen an die Feuerwehr nach Wuppertal. Guckt euch mal den Feuerwehrwagen an, von Unimog. Ebenfalls Unimog, ja. Zumindest weiß ich schon, wo der Blaulichtschalter ist. Ja, das frontale Blaulicht, das geht dauerhaft. Ja. Wo wollen wir gleich fahren? Hier oder woanders? Da drüben tatsächlich. Ja. Ja. Ja, da hinten, nur rechts rum, ne? Ja, da muss ich ein bisschen ruhiger halt. Ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Genau. So, wir haben den Schatten gefunden. Genau, ich nehme das Feuerwehrauto jetzt. Und diese Fernbedienung, die war das, große. Ne? Die große. Ja, die kleine, sorry, kleine. Die kleine, ja. So. Du kannst auch beide mal fahren, du kannst auch mal ja. Unterschiede. Hast du mal, oder warte mal. Ich kann dir das Dreibein geben. Freunde, es geht los. Mit Blaulicht zum Unfallort. Haben wir überhaupt einen hier? Yippie. Rücklicht? Da Moment. Links, jetzt ist er an. Ja. Gerade warst du nicht aus. Oder zu Hause, siehst du? Ja, ja. Egal, ist ja. Jetzt müsste so ein Rückwärtslicht noch kommen, weißt du? Ach, guck mal, da sehe ich schon. Hat der Original, guck. Und dann ist das Original hat das. Tatsache. Original hat das. Das ist geil. Das habe ich auch mal. Das ist wirklich geil. Sehr geil. Ja, ich habe ja. Ach, guck mal, sogar schon vorne, Freunde. Ja, aber vorne ist nicht schaltbar. Vorne ist Dauerschaltung. Ja. Also Licht, ist schon, nicht dann. Ist auf jeden Fall schon geil. So. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ich will mal wissen, wie schnell der fährt. Was haben die für eine Entfernung, die Fernbedienung? Bei der Distanz, also 200 Meter, sollten sie schon fällt. Ah, okay. Aber man fährt diese Fahrzeuge eigentlich immer auf sich. Also ja, wie bei der Drohne halt, ne? Ja, Drohne kann aber auch. Oh, Alter! Und weiß nicht, ob du den zweiten und ersten Gang gemacht hast, tatsächlich, aber das sind ja zwei Gänge. Zwei Gänge? Moment, ich guck mal zurück. Schon geil. Ja. Ich wollte schon immer Unimog fahren. Jetzt haben wir den mal in klein. Kann man doch sogar. Ja. So, wie ist hier Gangschaltung, Klasse? Das machst du am Fahrzeug. Das Fahrzeug ist ach so. Ja, du musst ja jetzt nicht so schnell, das reicht. Das ist einfach schon volle Pulle. Das hat da, siehst du, das hat da. Ja. Aber hier ist schon auf High, also Low ja, ist nochmal. Ah, wie bei der Drohne halt, genau. Low und ja, High. Ja, ja. Siehst du, das gerade zu probieren, wie er sich langsam fährt. Ja. Tatsache, man merkt den Unterschied. Erstens ist es ruppiger, der ist übersetzt auf Gelände. Ja. Was man so von Spielzeug an Gelände verlangen könnte. Ja, aber cool. Ich habe mal aber halt am Allrad mit Stellen immer mal umgebaut. Schön. Wie lange hält der Akku jetzt nochmal? So, ungefähr? Weiß ich tatsächlich nicht. Ah, okay. Der Akku, ich dachte, der ist neu. Ja. Schön sitzen. Ach, schöne Langsätze. Das ist das Ledetaxi. Machst du die Ladefläche größer, kannst du nicht umfällen. Ja. Oh, wie guckt nein, was passiert hier? Hallo? Ich finde das geil. Auf jeden Fall. Meine Maus. Na, warte. Ich mach eine größere Ladefläche, hast du gesehen jetzt? Ja. Opa, einmal jetzt aussteigen bitte. Komm hier, mach mal, ich will das nochmal machen. Bleib da, bleib schön. Nee, du hast jetzt die Instagram starten. Ja. Und los geht's. Alle anfangen.
kennen. Ich setze dich da doch mal hin. Opa! Oh. Ja, ja, genau. Und wenn du jetzt den Lichtschalter machst, ja, dann nicht. Ah, okay. Dann geht's Lichtschalter. Ah, okay. Und Soundradar ist bei ausgeschaltet. Ja, ja. Nein! Alle gucken. Tschüss, Nele. Du brauchst nur einen kleinen Windchenklau. Ja. Ist kein Gewicht, oder? Nee. Also ich sehe an den Kanäler nicht, dass das Freunde, das macht richtig Spaß hier. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also tolle Sache auf jeden Fall. Ja. Dann wollen wir noch eine Runde drehen, oder? Ja, Nele, nicht mehr. Das reicht auch. Ja. So, weiter geht's. Freunde, wir hatten hier eine Menge Spaß gehabt hier mit den Autos. Ja, ich bin jetzt beide Modelle nochmal gefahren und da hinten könnt ihr sie nochmal sehen, die guten Stücke. Auf jeden Fall tolle RC-Autos. Jawohl, ja, da hast du was mitgebracht, du. Bitteschön, kein Problem. Ja, war immer mal so ein Traum gewesen. Guck mal, wo mein Hund wieder ist hier. Da hinten ist er. Ja, ich werde jetzt auch die Dreiviertelstunde mit dem Rad wieder zurückfahren. Und Flo verlinke ich euch dann unten in den Videobeschreibung. Schaut mal rein auf seinen Kanal. Er macht ja viel mit RCs und tolle Sache auf jeden Fall, ein sehr tolles Hobby. Und ich ärgere mich, meine Drohne nicht mitgenommen zu haben. Aber gut, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ja, Freunde, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht hier abseits vom Landschaftspark. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dem Video und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Lost Adventure Tom. Tschüss, haut rein.